Das wird jetzt was. Aber wie, also wenn wir jetzt beide Pause machen, wir spielen einfach nicht los. Ist ja auch Ja, das Gleiche, genau. oder? Haust sofort auf Pause, ja. Ja, also ich mache nichts jetzt. Du Geh machst, nur ja, in ich den habe Baum. nur auf Pause hauen, genau. Ja, aber ich muss ja nicht mal auf Pause hauen, oder? Weil wenn wir beide nicht spielen. Nein, wir machen auf Pause natürlich. Spiel So. unterbrochen. Achso, aber muss ich jetzt auch auf Pause machen? Nee, nee, ist unterbrochen. Reicht. Ja, okay, passt. So, wo sehen wir das jetzt? Oben das Logo von dem Volk, siehst du. Nee, ach so, da kann man draufklicken. Ah ja. Ja, genau. Hä? Sehe ich jetzt, was ich bin? Ja. Was bin ich? Du kannst einfach auf deinen Mannstell da draufklicken. Ja, witzig. Also oben ist dein Volk auch gleichzeitig eingestellt. Ja, also ich bin ready. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ey, warte mal jetzt. Ja, ich bin auch gleich ready. Warte, noch ein Blick. Ich bin noch immer bei meinen Feldern gewesen, hinten bei meinen Farmen. Einmal durchgescrollt. Okay, bla bla bla. Natürlich sagt mir alles gar nichts. Ja. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Oh. Warte, warte, warte. Warte noch kurz. 50, okay. Scheiße. Ja, ist klar, okay, alles klar, gut. Schere, Stein, Papier, sage ich nur. Also los. Ja, also los. Ja, los. Yay, Bolden, ready, Bolden. Fuck. Was ist hier los? Das ist ein Stress, ey. Great Gatherer. Yay, Gatherer, ready, Gatherer. Das zuckelt. Ah. Weiß nicht, ob ich jetzt. Nee, das ist scheiße. Oh, wir lassen es mal kurz dann laufen, Ja. also. Wir sind ja nur zu zweit, wer drängt sich's an? Check aber jetzt zum Beispiel nicht, warum ich jetzt hinten bin, schon mit der Punktzahl. Aber Ja, aktuell. schneller. Ja gut, aber was heißt schneller in dem Moment? Ich hab. Es gibt ja noch nicht so viel zu tun. Greaton? Mandatum? Scheint doch. Bulden. Ready. Ja, es zuckelt, aber ich denke mal, das wird schon gehen. Ja, so lange dauern die Spiele gegeneinander ja eh nicht. Was heißt da dahinter? Also das sind 20 Punkte Ja, oder ich hab's so. auch gerade gesehen. Es ist doch nicht so tragisch, es ist doch nicht. Gerade hat's so schlimm ausgeschaut. Greaton Chopper. Ey, du blöde Sau, jetzt rennt sie noch weiter weg, ne? Jetzt hab ich mir schon gedacht, die ist schon weit weg, dann macht's nochmal zwei Schritte. Oh Mann, ey. Ja, was jetzt dumm rumgrunzen da? Naja. Blöde Mandatum. Sau. Bulden. Yay. Hunter. Ready. Bolden. Mandatum. Gatherer. Gatherer. Greater. Yay. Oh, yay. oh. Yes. Ready. Equilin.
Yay, Hunter. Grayton, yay. Correctus. Yus, yay, Correctus. Nein! Jetzt ist halt echt eine gestorben. Oh. Ready. Oh Mann ey! Yay, Gadara. Mandatum? Leg mich doch am Arsch. Es ist schlecht. Ist bei dir auch eine gestorben? Nein. Oh Mann ey! Warum? Muss ich dich leider enttäuschen? Yay? Oder warte? Hunter. Nein. Ja, erst noch Hoffnung, Mann. Warte, ich schau nochmal. Mann, da? Nee, alle da. Geht eigentlich. Ah, du Sackgesund. Correct. Ich will ihn. Dieses Gezuckel. Ready. Correct. Yay. Greeten. Hunter, yay. Hunter. Greeting Hunter. Was? Hast du meinen Ding getötet? Nee. Hä? Freddy, you're ach, correct. Ah, das hab ich ja gar nicht gesehen. Du Sack! Du Sack! Er zuckelt doch bei mir, wie unfair. Ready. Ey, ja, yeah, jetzt! Gadara, Gadara. Jetzt reklamieren, das habe ich spät. Warum habe ich ihn jetzt nicht gesehen? Weil ich mich schleichen kann. Ich bin Dings. Ich bin hier ein Aztek, der ist leise. Mandatum. Gatherer. Bolden. 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 Gatherer. Yay? Yay? Bulden. Mandatum. Gatherer. Ready, Gatherer. Oh Mann ey. Ich Trottel. Mein Scout ist auch dumm geworden. Mandatum. Ready. Yay. Grayton. Yay. Correctus. Bulden. Yay. Yours. Ich will ihn. Correct. Ready. Chopper. Grayton. Bulden, Bulden, Bulden. Greeten. Mandar Chopper. Gadara. Yay. Bulden. Ready. Chopper. Yay. Bulden. Grayton. Bulden. Eieiei, das alles von mir zerstört. Sack. Mandatum, Bulden. Grayton, Bulden.
Ready. Bulden. Ready. Yay. Yours. Gatherer. Yay. Bulden. Mandatum. Equilus. Yay. Correctus. Bulden. Greaton. Yus. Bulden. Yay. Equilin. Ready. Yus. Yay. Equilin. Manda. Yay. Equilin. Yay. Bulden. Bulden. Yay. Yay. Equilin. Correct. Gatherer. Mandatum firm. Greeting chopper. Mandatum. Golden. Greeting. Greeting. Bulden. Bulden, Bulden, Bulden. Bulden. Ready. Yes. Correctus. Bulden. Bulden. Alter. Yay. Bulden. Ready. Bulden. Ja, zur Lasten von so Punkten, ne, wenn du dann so rushst. Ja gut, es kostet halt alles Wirtschaft, ne? Ja, voll. Und dass ich da jetzt alles im Blick hätte, wäre auch... Scheiße. Verkackt. Ja, du bist weit vorne. Auch wenn die Punkte es nicht so sagen. Ja. Yay. Bulden. Ready. Greater. Yay. Correctus. Yes. Mandatum. Yes. Mandatum. Equilin. Yay. Yes. Yay. Fight. Yes. Yes. Equilin. Yay. Fatal. Yes. Fight. Equilin. Fatal. Ready. Yay. Bulden. Ready. Batal. Mandatum. Firm. Bulden. Greaton. Firm. Yay. Fight. Ready. Firm. Ready. Yay. One. Mandatum. Correctus. Chopper. Equilin. Auch wenn du das Gefühl nicht hast, du hast mich gut gestört. Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Ready, yay, Equilin. Mandatum? Yes. Yay. Yay. Ready. Mandatum? Equilin. Mandatum? Bitch. Oh, ich Idiot. Aber auch Fehler. Ready. Bolden. Mandatum? Bitch. Yay. Yes. Yay. Yours. Greet and pitch. Correct. Equilin. Yay. Ready. Correct. Yours. Yay. Equilin. Yay. Yours. Correct. Mandatum. Greeten. Das zucken wie bescheuert. Greeten. Chopper. Greeten. Firm. Ready. Mandatum. Bite.
ist dann nicht normal. Eigentlich kann ich so nicht spielen. Ready. Batal. Equilen. Yay. Batal. Yes. Yes. Equilen. Mandatum. Batal. Equilen. Batal. Yay. Yes. Fight. Equilen. Yay. Yes. Ready. Yay. Equilen. Yay. Yes. Yes. Yay. Yes. Equilen. Equilen. Mandatum. Batal. Yay. Yes. Equilen. Yes. Yes. Fight. Yay. Batal. Equilen. Yes. Yes. Batal. Yay. Ready. Fight. Equilen. Batal. Yes. Batal. Yay. 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 Equilen. Dich. Hola. Bulden. Mandatum, Bulden. 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 Yay. Bulden. Ready, Bulden. Yay, Bulden. Mandat, ditch. Yay, yay. Ditch, ditch. Ready, Bulden. Mandatum, chopper. Mandatum, chopper. Greaten, yes. Chopper. Bulden. Yay, correct. Equilen, yes. Yay, yes. Bulden. Ready. Firm. Yay. Firm. Ready. Greeten. Greeten. D. Mandatum ditch. Ready. Bulden. Greeten. Bulden. Yay, Equilen. Correct. Yay, Equilen. Yours, ditch. Ready, ditch. Yay, firm. Ready, firm. Mandatum, firm. Mandatum, Bulden. Yay, Bulden. Greeten, Bulden. Yay, Equilen. Yay. Ready. Yay. Bulden. Mandatum. Yay. Equilen. Greaten. Bulden. Ready. Yes. Mandatum. Gatherer. Ready. Yay.
Mandatum. Fight. Mandatum firm. Firm. Mandatum firm. Ready. Yes. Yay. Mandatum. Fatal. Equilin. Fight. Yes. Yay. Firm. Yay. Fatal. Equilin. Ready. Yay. Firm. Nah. Firm. Chopper. Mandatum. Yay. Ready. Equilin. Yay. Firm. Ready. Yay. Yes. Yay. Equilin. Mandatum. Grayton. Bulden. Mandatum. Yay. Ready. Yes. Yay, yay. Ready. Firm. Ready. Mandatum. Yes. Grayton. Dich. Yay. Equilin. Mandatum. Yay. Equilin. Yay. Equilin. Yes. Yay. Yay. Bulden. Yay. Firm. Mandatum. Yay. Equilin. Ready. Yes. Ja, irgendwann verliert man sonst den Augen. Yay. Scheiße. Yay. Yay. Yes. Ready. Mandatum. Equilin. Fatal. Yes. Fatal. Fatal. Yes. Fight. Yes. Equilin. Fatal. Yes. Fight. Fatal. Ready. Mandatum. Fight. Yes. Fatal. Fatal. Yes. Fatal. Fatal. Yay. Fight. Greetings. Firm. Yay. Yay. Yes. Ready. Dich. Ready. Equilin. Fatal. Mandatum. Fight. Ready. Firm. Greetings. Ready. Yes. Yay. Yay. Mandatum. Fatal. Yay. Yes. Equilin. Fatal. Fight. Fatal. Fight. Fatal. Fatal. Yes. Yes. Fatal. Yay. Yay. Mandatum. Firm. Bolden. Greeting. Bolden. Ready. Yay. Fatal. Mandatum. Mandatum. Ditch. Equilin. Mandatum. Equilin. Yes. Fight. Yes. Yay. Yes. Yay. Equilin. Yay. Yes. Fatal. Equilin. Yay. Equilin. Yes. Fight. Equilin. Yes. Yay. Yes. Yay. Equilin. Yay. Yes. Fatal. Equilin. Yes. Equilin. Yay. Yes. Ready. Firm. Yay. Ditch. Mandatum. Ditch. Yay. Ditch. Mandatum. Equilin. Yay. Yes. Yay. Equilin.
Yes. Yay. Equivalent. Yay. Equivalent. Yes. Yes. Equivalent. Yes. Yay. Yay. Equivalent. Ready. Hold them. Ready. Yay. Yes. Yay. Yes. Equivalent. Yay. Mandatum. Equivalent. Yay. Ready. Yay. Golden. Ready. Datum. Yay. Greeting. Golden. 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 Datum. Ready. Yes. Equivalent, yay, yes, yes, equivalent, yay, yay, yes, equivalent, yes. Oh, wei, das schaut so böse aus. Mandatum. Mandatum. Greaten. Bulden. Mandatum. Mandatum. Fight. Equivalent. Batal! Yes! Batal! Yay! Yes! Equivalent! Fight! Yes! Batal! Yay! Batal! Equivalent! Yes! Ready! Yes! Yay! Yay! Yes! Equivalent! Mandato! Equivalent! Ready! Equivalent! Ah! Da brauchst du nicht mehr lang rumspielen, dann das ist kein Sinn mehr. Ach, ich habe auf die Punkte gar nicht geguckt. Ja, ich auch nicht. Also. Ich war voll unter Strom, ey. Du hast es mir nicht leicht gemacht, ey. Die Punkte war definitiv nicht der ausschlaggebende Grund, sondern einfach ja, weil, naja. War halt am Ende, ne? Ging halt nichts mehr. Ja. Ja. Siehst du, was ich vorhatte? Ich habe jetzt Ritter gemacht. Ja, schon gesehen. Deswegen habe ich auch aufgegeben. Ich habe gesehen, dass du hier so ein kleines Zwischenlager hast, aber habe es ignoriert, ja, weil ich mir gedacht habe, komm, ich pushe dich jetzt daheim. Und es war dann zum Glück richtig. Ja, ich hätte meine Welle zu Ende bauen sollen. Ich bin halt echt voll hinten rein, ne? Ja, letztendlich war das, ja, also ich hätte halt noch runterbauen sollen, das noch schließen, dann wäre es vielleicht... Dann hättest du mich lang genug aufgehalten, um dich zurückzuziehen, ja. Ja, genau. Aber mir hat's Holz dann gefehlt, deswegen konnte ich gar nichts mehr machen. Aber weißt du, warum ich hinten bin? Gar nicht wegen deinen Wellen, das wusste ich ja gar nicht. Aber da war dein Gold. Ja. Naja, ich habe aber auch noch hier vorne Gold. Aber der Turm. Ich weiß, darum bin ich ja dann später nochmal vorgelaufen, um zu gucken, ob du an dem Gold dran bist. Ach so. Warst du nicht? Habe ich gesehen. Dann bin ich wieder zurückgelaufen, habe auch deine Männchen gesehen. Aber ja. Gold war nicht das Problem. Ich hatte 800 Gold. Und aber ich hatte kein Holz und keine Nahrung mehr, deswegen ging nichts mehr. Ja. Ja gut, jetzt im Nachhinein, ne? Du hast ja noch Holz, also du hast noch Wald verfügbar gehabt, nämlich rechts und nördlich, ne? Mhm. Also bei dem Turm vor allem, da hättest du dann sicher nochmal ein Holzfällerlager bauen können. Ja. Das wäre dann verlagert gewesen. Aber ich habe dir tatsächlich durch die eine Seite habe ich dir Gold und Holz weggenommen. Ja, genau. Also du hättest natürlich auch theoretisch da, wo der Turm an dem Gold steht, ne, den Wall wieder abreißen können und da ein Goldlager hinbauen. Ich habe eigentlich gedacht, dass du das gemacht hast, aber bin ich außen rum gelaufen mit meinen Bogenschützen. Ach so, ja, nee, den Wall, den habe ich auch gar nicht, das Gold ausschließt. Das nicht einkalkuliert, dass ich hinten offen lasse. Eigentlich wollte ich das, dann wärst du auch hinten nicht reingekommen. Aber ja, beziehungsweise halt dann... zu spät, ja. Ha? Ja, beziehungsweise halt zu spät. Aber du hast es mir echt nicht leicht gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass du mich so wegrusht mit deinem Man-at-Arms. Ja, das war eigentlich richtig gut gemacht. Ja, da waren halt ein paar zu viele Baustellen. Das ist das Problem.
Ja, das ist halt dieses Übungsding, was ich Man angesprochen muss habe. halt überall ein bisschen sein und die Wirtschaft hat ja von Anfang an gelitten aufgrund des schnellen Angriffs und dann Ja. hat sich es aber auch nicht mehr erholt Ich entsprechend. habe. Also jetzt. Also, willst du wissen, was ich mir gedacht habe? Ich habe echt gedacht, fuck, jetzt hat er mich echt überrascht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich im Endeffekt einfach nur darauf gehofft, dass du den Mut verlierst. Und habe ja alle ins Dorfzentrum, also nicht alle, sondern nur die an der Front, und habe dann halt zwei, drei Bogenschützen gemacht. Ne? Ich habe echt gehofft, dass du den Mut verlierst. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, du ziehst durch. Und dann habe ich gesehen, dass du da das Lager hast. Ne? Dann dachte ich mir, okay, ich muss so schnell wie es geht in die Ritterzeit und Ritter machen. Weil die Ritter, die hätten mich jetzt flach gemacht, auch wenn es nur drei Stück sind, aber das sind die angesprochenen drei Stück. Die hätten jetzt den Unterschied gemacht. Ich wusste, ich muss unbedingt in die Ritterzeit. Und die Punkte habe ich überhaupt nicht geguckt. Ja, nee, ich auch nicht. Die Punkte habe ich jetzt bloß am Ende da angeschaut, ne? Ja, aber Jetzt die Punkte geht sind da halt. viel deutlicher, als ich es gedacht habe. Und Ja. dann, aber als ich dann ganz viele von deinen Dorfbewohnern da hinten besiegt habe, ne, da habe ich mir gedacht, okay, so langsam wird es wieder. Und an was ich viel zu spät gedacht habe, war der Turm, den ich dann selber da gebaut habe. Der hat mir den Arsch gerettet. Weil der hat mir das Gold bewahrt. Ja, so habe ich zum Beispiel noch nie gespielt, dass ich Türme zum Beschützen von Rohstoffen. Ja, aber dafür benutzt Türme du die ja waren. eigentlich, ne? Und darum meine ich, dass man gegen Ja. Menschen spielt, weil sonst gegen den Computer benutzt du sowas nie. Da ist Ja, noch nie Türme dazu sind für mich gezwungen. Zierde rechts und links neben dem Tor. Also Nee, das ist Türme schon sind da. richtig stark. Türme sind echt die Deckung, Ja. ne? Die verlängerte Deckung der Dorfzentren. Und so wie ich das hier gebaut habe, ist es perfekt, weil das Bauen war in Reichweite vom Dorfzentrum gewesen und der Turm deckt das Gold komplett ab. Weil oben, wenn du mich von dem Gold getrennt hättest, ne, und mein anderes Gold, siehst du das? Das ist voll weit außen rechts. Das wäre genauso exponiert gewesen wie das Gold da vorne. Also ich hatte eine verdammt beschissene Goldposition. Hätte nirgendwo ausweichen können. Wenn du mich von dem Gold getrennt hättest, Ja, schon allein dann der wäre ich im Aufbau Arsch gewesen. am Anfang mit den Häusern gesetzt werden müssen und der Turm, dass sich die Türme an Rohstoffen platzieren, habe ich ja gar nicht drauf geschaut und von daher waren die dann auch falsch einfach. Und ich hätte, wenn ich Goldabbau gemacht hätte, hätte ich es ja bei dem Turm machen sollen. Ja, genau. Und Ich habe echt nicht gedacht, dass stehen. du den Wall einreißt und dann anfängst, Gold zu hacken. Ja. Aber Nee, da deine hat die Türme waren Strategie auch schon lange gut. aufgehört bei mir, weil da der Plan, also der Bestand. Moment. Da ist dann kein Erfahrungswert da. Das ist ein komplett stressiges Spiel von Anfang an, ey. Ja, ist aber gut, du bist selber schuld. Aber ja, das ist halt echt völlig anders gegen Menschen. Ja. Aber du hast auch gemerkt, der Turm, der war auch perfekt von dir platziert. Er hat eigentlich deine Woodline wieder gerettet. Aber leider hatte ich halt Bogenschützen und konnte mich dahinter platzieren, ne? Vor allen Dingen dann, ja, Ja, mit meinen Bogenschützen, die haben dann. Bogenschützen. Ja, ich konnte dich halt immer von Rohstoffen einfach trennen. Aber man kann Bogenschützen mit Türmen super verteidigen. Zum Beispiel, wenn du jetzt direkt an die Holz rechts von deinem Dorfzentrum zum Beispiel, ne? Wenn du da direkt einen Turm hingepflanzt hättest noch, dann hättest du meine Bogenschützen abgewehrt an der Holzecke. Allerdings musst du natürlich schauen, du kannst ja nicht unendlich davon bauen, du musst ja auch Stein abbauen und dein Stein war halt auch total beschissen. Du hättest halt keinen Turm hochbekommen. Ja. Naja, den Turm habe ich nur bekommen, weil ich ihn mir erhandelt habe. Ja, genau. Da habe ich übrigens, den Markt eigentlich nie baut, vor allem wenn ich alleine spiele, so gut wie nie. Aber da, als du mir vorne da angefangen hast, beim Gold gefährlich zu werden, habe ich sofort allererste Aktionen mit den Holzfällern da, sofort mir einen Markt hingepflanzt, Ja, der falls du mal Plan sicher gehen war, wollt. ich habe einen Markt gehabt und ich hab ja auch nie Druck nachgelassen oben. Also ich bin Nee, nur überhaupt kurz nicht. raus und wieder rein immer. Ja. Der Plan war dann, ich habe mir mit Markt dann das Gold, beziehungsweise Gold hatte ich recht viel, ich habe mir die Nahrung, ja doch, Gold und Nahrung, Holz hatte ich recht viel und dann hätte ich unten halt noch mehr, immer weiter Druck machen wollen über die Schwertkämpfer. Aber es ging ja nicht auf. Meine Also darum Schmiede habe hast ich du mir einen fast Markt ausgesucht. geschrottet. Ha? Meine Schmiede hast du fast geschrottet. Ja. Ja, stimmt. Und das War war dann ein der Turm. Chaos-Spiel, ey. Voll krass. Ich hatte auch am Ende überhaupt keinen Überblick mehr, wie viele Bogenschützen ich hinten habe. Ich Achtung! merke jetzt erst, dass es 15 Stück waren. Das habe ich selber gar nicht mehr gewusst. Meinst du, bei mir? Ey, bei mir, in meiner Basis. Ich hatte ja dann zur Verteidigung wieder welche gemacht. Dass es 15 waren, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
in meinem Turm ist ein Bogenschütze drin, siehst du das? Keine Ahnung, wie der da reinkommt. Also, es ist echt so ein kleines Chaos-Spiel gewesen. Aber es war ja, wobei, da warst du außer Gefahr. Mit der... Ja. Also, vor allem langfristig gesehen, das war ja dann klar, wenn die Dorfbewohner mir da fehlen, da war es eh rum. Also, ja, ich habe jetzt 25 Gold, 49 Steine, 180 Nahrung. Das ist eigentlich schon alles. Wenn der Wall vollständig gewesen wäre, hättest du meinen Angriff vorhergesehen? Hättest du reagieren können? Zum Beispiel, wenn ich dann da links angreife, dann ich brauche ja dann eine Minute, bis ich durch bin, so ungefähr. Dann sind dann alle deine Dorfbewohner längst weg. Ne? Dann hast du längst bei dem anderen Turm drüben, bei dem anderen Gold, das Bergarbeiterlager gebaut und das Holz auch. Ne? Ja, stimmt. Dann längst in Sicherheit gewesen. Und deine Milizsoldaten hättest du vielleicht auch zurückgezogen. Das wäre natürlich deine Momententscheidung gewesen. Den Druck weiter aufrechterhalten oder zurückziehen. Und einen Turm bauen und so. Also, das ist halt der Vorteil an Palisadenwellen. Du hast dann halt wirklich Zeit, aber es bringt es nur, wenn die vollständig sind. Also, es ist auch ja, cool. Vor allen Dingen ist schon allein der Gedanke, Dorfbewohner zurückzuziehen, woanders hin zu tun, das passt nicht so zum bisherigen Gameplay. Das hätte ich nicht einmal gemacht, wahrscheinlich. Ich hätte die bloß zurückgezogen und dann wieder rausgeholt, aber nicht an einen anderen Ort verfrachtet, direkt und neu gebaut. Ja. Das ist alles, was wir nicht. Und ich finde es jetzt ganz interessant, du hast ja die Wall-Variante gewählt und ich habe die offene Variante gewählt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe meine Häuser so gebaut, dass wenn du mich angreifst, du immer Richtung Dorfzentrum musst. Mhm. Aber ohne, dass ich wirklich Gewalt hätte, sondern ich habe quasi wie bei der Mühle da mit dem Bogenschießanlage, ich habe quasi gezielt Wege offen gelassen, aber die mussten dann zum Dorfzentrum. Und dadurch konntest du mich nie so richtig angreifen, weil ich konnte meine Leute immer zurückziehen. Ja, bis auf beim Holz, da ging es ganz gut. Ich habe auch viel geschlafen. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich höre Schlachtengepümmel. Wo klimpert es noch? Ja, ist da irgendwo was? Und dann habe ich es erst gesehen. Also das ist total beim Holzangriff, das war der einzige, wo ich richtig viele erwischt habe. Sonst war es immer nur zwei oder so oder einer. Ja, ich habe das teilweise auch nicht gerafft, dass du mich angreifst. Voll krass, wie man halt dann Tunnelblick entwickelt. Ja, man ist einfach auf zu vielen Baustellen auf einmal, der Blick fehlt einem noch, die Routine fehlt da komplett. Da ist man dann, ich überlege dann, was mache ich eigentlich? Und das Überlegen ist schon das, was mich dann die Zeit kostet. Ja. Die es dann zum Verlieren bringt. Aber das Spiel, das dauert ja überhaupt nicht lang. Es ist ja im Endeffekt, du bist in der Ritterzeit und das Spiel ist rum, ey. Ja, kommt dann drauf an, ne? Wenn man jetzt, wenn du mich nicht gerusht hättest, mich hätte ich wahrscheinlich auch nicht so gerusht, beziehungsweise wäre ich nicht weit gekommen. Weil mit einem Wellen, ne? Und einem Turm beim Gold. Ja, also gut, die sind aber auch viel zu spät entstanden. Wenn du crushed hättest, hättest du es noch machen können. Noch locker. Ja, gut. Habe ich sehr spät gebaut, leider. Das war aber eigentlich war der Druck, den du aufgebaut hast, der war richtig gut. Also, ich habe ganz schön geschwitzt. Ja. Aber dann hat es an Erfahrung gefehlt. Die Brios richtig zu setzen. Ja, dass du die Verteidigung vergessen in dem Moment. Ja, genau. Ja. Im Moment, wo ich acht, aber lässt, wo ich. Ich wusste ja auch, dass du irgendwo dann kommst, demnächst, ja. Aber. Ja, gut, daraus hat man gelernt. Beim nächsten Mal vergisst du die Verteidigung wahrscheinlich nicht. Und so entwickelt man sich dann Stück für Stück weiter. Ich mache das nächste Mal auch gar keine Welle. Ja, wer weiß. Warte. Nein, aber gutes Spiel. Ja. Das sagt die Statistik. Achso, ja, scheiße, jetzt bin ich schon raus. Fuck. Ich habe 79 getötete Einheiten und du 24, nee 23. Ich habe eins gegen den Boar verloren. Steine hat keiner von uns gesammelt. So weit kam es nicht. So weit kam es nicht, ja. Ja, also jetzt auf der Zeitlinie sieht man es richtig. Mein Gegenangriff hat den Unterschied gemacht. Hätte ich den Gegenangriff nicht gestartet, dann hättest du mich wahrscheinlich sogar besiegt. Kann da nicht wieder rein, ne? Die Wert ist jetzt für mich. Nee. Okay. Aber ich hab's aufgenommen.